Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Geisel und Lomscher sind uneins. Wasserfreunde aus Spandau verlieren zum Champions League Auftakt und das Wetter in den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am 9. Oktober 2019. Nach Ansicht von Innensenator Andreas Geisel können im Rahmen des geplanten Mietendeckels Bestandsmieten nicht abgesenkt werden. Entsprechende Bedenken habe sein Ressort in einer Stellungnahme an Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher mitgeteilt. Geisel macht rechtliche Einwände geltend und weist insbesondere auf Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes hin, in dem es um den Schutz des Eigentums geht. Es stelle sich die Frage, ob die Landesgesetzgebung in zivilrechtliche Verträge eingreifen dürfe, die Mieter mit Vermietern geschlossen hätten. Und da muss man schlicht sagen, nein, nach Verfassung haben wir diese Gesetzgebungskompetenz nicht, sagte Geisel. Wir können uns darauf konzentrieren, beispielsweise Mieten oberhalb der gültigen Mietpreisbremse abzusenken. Auch der regierende Bürgermeister Michael Müller hatte sich mehrfach gegen eine Absenkungsmöglichkeit ausgesprochen, wie es von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen vorgesehen ist. Die Entscheidung über den Mietendeckel wird sich voraussichtlich noch verschieben. Ursprünglich hatte der Senat den 15. Oktober angepeilt. Der Zeitplan galt als ambitioniert. Die Zielstellung ist, am 15. noch einmal im Senat darüber zu reden und dann möglichst am 22. Oktober einen entsprechenden Beschluss zu fassen, so Geisel. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher hingegen teilt die verfassungsrechtlichen Bedenken an ihren Plänen zum Mietendeckel nicht. Das hat mich ehrlich gesagt etwas überrascht, weil er in seiner Argumentation nicht Bezug genommen hat auf die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zur Mietenbremse, die erst im August verkündet wurde, sagte Lomscher im Hinblick auf die Aussagen von Geisel am Mittwoch. Das Verfassungsgericht hat klar argumentiert, warum es nicht so ist, dass ein Vermieter darauf vertrauen kann, dass sich das Recht nicht ändert. Er müsse auch hinnehmen, dass seine Einkünfte beschränkt werden. Das, was wir vorhaben, ist natürlich ein Eingriff ins Eigentum, aber höchstmögliche Mieteinkünfte sind ausdrücklich nicht geschützt durch die Eigentumsgarantie, sagte die Senatorin. Sie fühle sich durch das Urteil des Verfassungsgerichtes bestärkt. Die Absenkungsmöglichkeit müsse Teil des Gesetzes bleiben. Wir haben es in den Eckpunkten so beschlossen und es ist vor allem mit Blick auf das Ziel des Gesetzes notwendig. Wir wollen den Wohnungsmarkt wieder in Balance bringen und dazu gehört es, nicht nur Mieten zu stoppen und nicht nur bei Wiedervermietung eine Mietobergrenze zu haben, sondern auch, dass überhöhte Mieten abgesenkt werden. Wegen zusätzlicher Bauarbeiten kommt es am Berliner Hauptbahnhof bis zum 21. Oktober zu Einschränkungen im Zugverkehr. Einzelne Züge des RE2 zwischen Wismar, Wittenberg und Cottbus sowie des Interregio zwischen Berlin und Hamburg werden über den Bahnhof Gesundbrunnen umgeleitet, wie die Bahn mitteilte. Die Züge des Intercity von Amsterdam nach Berlin fahren ebenfalls über Gesundbrunnen. Die Züge RB21 und 22 aus Wustermarkt und Königs Wusterhausen enden bereits in Charlottenburg und nicht am Bahnhof Friedrichstraße. Alle anderen Züge sollen ab dem 14. Oktober wieder nach Plan fahren können. Seit dem 10. September ist die Strecke zwischen Zoologischer Garten und Hauptbahnhof für den Fern- und Regionalverkehr gesperrt. Grund für die Unterbrechung: die Bahn testet im Gleisunterbau zwei neue Prototypen. Seit der Öffnung des Bahnhofs 2006 gab es immer wieder Schäden an den bislang einbetonierten Stahlgerüsten. Die Berliner Ordnungsämter wollen in der kommenden Woche gezielt gegen Hundehalter vorgehen, die sich nicht an den Leinenzwang halten. Unter anderem sollen von Montag bis Sonntag auch die Steuerplaketten der Tiere kontrolliert werden, wie das Bezirksamt Mitte am Mittwoch mitteilte. Ziel der stadtweiten Aktion sei es, Hundehalter für die Einhaltung der Gesetze zu sensibilisieren. Die Ergebnisse der Kontrollen sollen in der darauffolgenden Woche bekannt gegeben werden. Seit dem 1. Januar gilt in ganz Berlin die allgemeine Leinenpflicht für Hunde in der Öffentlichkeit. Die meisten Hunde sind davon allerdings ausgenommen. Und zwar, wenn sie bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes im Juli 2016 gehalten wurden. Schätzungen zufolge sollen etwa 80% der rund 100.000 angemeldeten Hunde in diese Kategorie fallen. Wer seinem Hund freien Auslauf gewähren möchte, kann einen sogenannten Hundeführerschein beantragen.
Mit diesem darf der Hund auf unbelebten Straßenplätzen oder Brachflächen frei laufen. In Parks müssen alle Hunde immer angeleint sein. Seit Jahresbeginn wurden 145 Führerscheine ausgestellt. Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 unterlag am Dienstagabend gegen Spaniens Titelträger Barceloneta mit 8:11. In der Schwimmhalle Schöneberg unterlagen die Berliner gegen den Vorjahresvierten vor knapp 2000 Zuschauern, trotz eines guten Auftaktviertels. Der fast ausschließlich aus spanischen Nationalspielern bestehende Gast brachte seine zu Beginn des zweiten Viertels erreichte Führung vor allem durch effektive Nutzung der Überzahlsituation. Nach Spandauer Wasserverweisen kontrolliert nach Hause. Erstmals zum Einsatz bei den Gastgebern kam der neu verpflichtete russische Nationalspieler Dimitri Kolot, der 3 Treffer erzielen konnte. Außerdem waren für die Wasserfreunde Marin Restovic, Tebi Negrian, Dennis Strelecki und Lukas Gielen erfolgreich. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Nachts überwiegend dichte Wolkenfelder und gelegentlich Schauer, Tiefstwerte in Berlin und Brandenburg von 10 bis 8 Grad. Schwacher bis mäßiger sowie leichtböiger Südwestwind. Am Donnerstag neben Sonnenschein auch Durchzug dichte Wolkenfelder und dabei einzelne Schauer möglich. Die meiste Zeit des Tages aber trocken. Maximal 13 Grad in Neuruppin bis 15 Grad in Luckenwalde. In Berlin um 14 Grad mäßiger und stark böiger Südwestwind. Am Freitag viele Wolken und zeit- und gebietsweise Regen. Am Samstag meist heiter, im Norden wolkiger und trocken. Am Sonntag und Montag viel Sonnenschein und trocken, zudem ausgesprochen warm für den Oktober. Am Dienstag wolkig, leicht wechselhaft.